Willkommen bei meiner Was würdest du eher sagen Challenge. Heute bin ich ja, sehe ich ein bisschen rot aus. Sie war gerade im Schwimmbad. Okay, dann fangen wir mal mit der ersten Frage an. Gut, Klo oder Toilette? Ich sag eher Toilette, weil das höflicher klingt. Dann war die zweite Frage, Semmel oder Brötchen? Je nachdem, was ich esse, sage ich Semmel oder Brötchen. Aber eher sage ich Brötchen, weil ich es auch öfter esse als Semmel. Die vierte Frage war, ob ich eher Pupsen oder Furzen sage. Ich sage eher Pupsen. Ich weiß nicht warum, aber Furzen klingt jetzt so nett. Die nächste Frage ist ein bisschen peinlich. Danke, Sonika. Und sie heißt Kacken oder Scheiße. Und ich sag eher beides nicht, also Scheiße sag ich so selten als Schimpfwort. Und ich sag eigentlich nicht so viel davon. Die sechste Frage ist, ob ich eher Zündholz oder Streichholz sage. Ich sag eher Streichholz, weil ich das auch so gelernt habe. Streichholz anstatt Zündholz. Ich habe das erst später gelernt, das Wort. Frage 7 war, ob ich eher Apfelsine oder Orange sagen würde. Ich sage eher Orange, weil ich weiß nicht warum, aber ich sage eher Orange. Nummer 8 war, ob ich eher City oder Innenstadt sage. Ich sage eher Innenstadt, weil auf Englisch sagen eher nicht auf City und so. Nummer 9 war, ob ich eher Rasen oder Wiese sage. Ich sage, ich weiß nicht, was ich am ehesten sage, aber bei Rasen sage ich immer, kannst du den Rasen mähen oder ich mähe jetzt den Rasen. Und bei Wiese heißt es eher, ich gehe jetzt auf die Wiese oder so, ich sage eher Rasen. Die 10. Frage war, ob ich eher Mutti oder Mama sage. Und ich sage eher Mama, weil, ja, ich weiß nicht, ich sage das halt immer so. Gebt mal einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, wenn euch dieses Video gefallen hat.